herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es ist so großartig und erstaunlich, was Gott an den Menschen tut. Und wir möchten dich immer wieder dazu ermutigen, an Jesus festzuhalten und an seinen Verheißungen festzuhalten. Und fast jeden Tag schreiben uns Menschen, was sie mit Gott erlebt haben. Und das ist so wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Unbeschreiblich groß. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Unbeschreiblich groß. Das ist auch morgen das Thema unserer Gebetsnacht. Morgen am 26. September um 14 Uhr. Die Wiederholung ist dann abends um 22 Uhr. Unbeschreiblich groß. In Hiob 5, Vers 9 heißt es, was Gott tut, ist groß und gewaltig, niemand kann es begreifen. Seine Wunder sind unzählbar. Und sowas steht im Hiob, wo ja die Hiobsbotschaft so bekannt ist für was Negatives. Ja, es steht hier drin, was Gott tut, ist groß und gewaltig, niemand kann es begreifen. Seine Wunder sind unzählbar. Erwarte auch in deiner Situation das Wunder. Das Unmögliche, dass es möglich wird. Nicht irgendwelche Spinnereien, dass du sagst, ich erwarte einen Hubschrauber oder was Großes, einen Wolkenkratzer oder was, wo du überhaupt nicht brauchst. Nein, sprich Gottes Willen über deinem Leben in Existenz. Habe eine Haltung der Erwartung und keine Zweifel, keine Angst. Und melde dich morgen im Chat. Wir beten gerne für dich auch morgen. Du darfst dich auch heute natürlich im Chat melden. Aber morgen sind wir ab 14 Uhr in der Gebetsnacht, die wir auf den Tag verlegt haben, sind wir für dich da. Danke, Herr, dass du Großes tust, heute und auch morgen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Gott bist, der Wunder, und dass du Wunder tust. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und viele, viele Gebetsanliegen erreichen uns. Und wir beten für alle Gebetsanliegen, auch diejenigen, die wir hier nicht vorlesen. Aber hier schreibt uns jemand mit der Bitte um Gebet für ein Enkelkind. Guten Tag, ihr Lieben. Mein Enkelkind wird heute zum 4. Mal mit EEG am Kopf untersucht. Bitte betet mit, dass ihm geholfen wird. Er leidet zusätzlich zu dem schweren Autismus an Epilepsie. Betet auch für Mutter und Vater um innere Ruhe und dass sie den Frieden spüren, den nur Jesus Christus geben kann. Herzlichen Dank. Jesus, und wir danken dir, dass du dieses kleine Kind kennst. Und Jesus, du weißt auch, was ihm fehlt. Und ich danke dir, dass du alles wieder in Ordnung bringst, was da nicht in Ordnung ist. Epilepsie und Autismus und alles, was da so in Unordnung ist in seinem Leib und in seinem Körper, das machst du wieder ganz. Das stellst du wieder her, Jesus. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass deine Hand mächtig an diesem kleinen Kind wirkt. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch mit den Eltern bist, dass du ihnen Zuversicht schenkst und Mut schenkst, Ermutigung. Danke, Jesus, dass du ihnen Frieden schenkst, deinen Frieden, den sonst niemand geben kann. Und Zuversicht, dass du derjenige bist, der helfen kann und dass du derjenige bist, der eingreift. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und aus der Schweiz kommt folgendes Gebetsanliegen. Ich bin jetzt 14 Tage im Spital wegen Verdacht auf Darmverschluss. Auch habe ich ziemlich große Schmerzen im Bein, weil ein Tumor in den Lendenwirbeln ist. Bin schon 3-mal am Darm operiert, habe nun große Angst, dass sie mich nochmals am Darm operieren. Es wäre schön, wenn ihr für mich beten würdet, dass doch alles gut kommt. Jesus, und wir danken dir und wir glauben, dass du alles gut machst. Und wir danken dir, dass du diesen Darm reinigst, Jesus, dass du in Ordnung bringst, was da nicht stimmt, Jesus. Und ich danke dir, dass du die Ursache beseitigst. Und ich danke dir, dass dieser Tumor entmachtet ist und dass dieser Tumor verschwindet im Namen Jesus und auch damit die Schmerzen. Ich danke dir, Jesus, dass diese Person frei ist von allem Tumor, von allen Schmerzen und von allem, was in diesem Darm nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Wir freuen uns, wenn du dich meldest. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Ich bin finanziell pleite, brauche dringend Geld, suche eine neue Arbeit, die zu mir passt, muss jetzt LKW und Busführerschein verlängern, brauche die ganzen Atteste und Untersuchungen, habe eine Hautreizung, eine Infektion, die ich nicht wegbekomme, war bei mehreren Ärzten, hat nichts geholfen. Bitte betet für mich. Ja, das wollen wir auch dafür gerne tun. Herr, ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch wunderbar diesem Mann hilfst, zu begreifen hilfst, auch wenn er Fehler gemacht hat. Herr, bist du, der vergibt. Und ich danke dir dafür, Herr, schenk ihm wieder ein finanzielles Fundament und all die Dinge, die er jetzt tun muss und um auch finanziell zu überleben. Herr, schenk ihm Weisheit. Lass es ihm danach besser gehen wie je zuvor. Und danke, Herr, dass auch die ganzen Reizungen und all das, dass das weggeht. Herr, dass Freude hineinkommt, dass ein neues Ziel vor Augen ist. Neues, Herr, danke, dass du Neues schaffst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet. Ich bin 36 Jahre alt und habe Multiple Sklerose. Bin von Beruf Lehrerin. Ich möchte Familie und Kinder haben und arbeiten. Bitte Gott. Ja, danke Herr, dass du jetzt auch wunderbar dieser Frau begegnest. Und danke Herr, dass du ihre ganzen Herzenswünsche kennst. Und danke Herr auch den Wunsch für Familie. Und ich danke dir dafür, schenk ihr eine wunderbare Familie. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass Wunder geschehen. Öffne du Türen, Herr, wo keine zu sehen sind. Lass das Wunder geschehen. Und danke, Herr, dass diese Frau wirklich glücklich sein wird, weil du eingreifst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Hilfe immer wieder. Und ein Mann schreibt von einer Gebetserhörung. Ich hatte um Hilfe gebeten, da ich zum einen geistige Anfechtungen bekam und dann noch Schmerzen durch eine verschobene Bandscheibe hatte. Durch ihre Gebete ist beides geheilt worden. Die Anfechtungen sind verschwunden und die Schmerzen sind fast vollständig weg. Danke, Jesus. Das ist wirklich dankenswert. Und eine Frau aus dem Norden schreibt uns Folgendes. Ich schrieb Ihnen letzte Woche mein Gebetsanliegen, dass meine beiden Söhne den Kontakt zu mir vor einem Jahr abbrachen. Ein Wunder ist geschehen. 2 Tage später stand mein ältester Sohn mit seiner kleinen Familie plötzlich vor meiner Türe. Sie sind 300 Kilometer gefahren, um uns wieder zu versöhnen. Ich habe Freudensprünge gemacht. Danke für eure Gebete und danke dem Herrn Jesus. Vor einem weiteren Zeugnis möchte ich berichten. Seit 10 Jahren beschäftigte ich mich mit Astrologie und Kartenlegen. Vor kurzem bemerkte ich, dass mehr Probleme anstatt Verbesserungen entstanden. Es ging mir oft schlecht und ich war wie in einer dunklen Blase gefangen. Ich habe mich seit einer Woche und endgültig gestern von diesen Dingen gelöst, alles weggeworfen und Jesus um Vergebung gebeten. Es ist unbeschreiblich befreiend und die dunkle Blase ist weg. Danke, Jesus. Danke, danke. Und das kann man wirklich nachvollziehen. Und wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, das bindet einen wirklich und macht die Türen auf für den Feind. Und es ist, man befindet sich, wie sie schreibt, in einer dunklen Blase und kommt nicht mehr heraus. Und Jesus bietet jedem seine Hand an für Vergebung und für wunderbaren Neuanfang. Und das haben wir hier an diesem Zeugnis sehr deutlich auch gesehen. Es ist wunderbar, wenn man aus dieser Gefangenschaft herauskommt. Und eine Frau berichtet Folgendes. Mein Mann hatte längere Zeit Herzbeschwerden, Herzbeklemmungen und Atemnot und wurde nachts regelmäßig wach. Ich sandte euch die Bitte um Gebet. Auf einmal waren diese Beschwerden weg und sind bis jetzt nicht wiedergekommen. Auch bei den Herzuntersuchungen wurde nichts festgestellt. Vielen Dank. Wie wunderbar. Gott erhört Gebet und das ist was Wunderbares.
Sagst du jetzt auch Amen und sagst, ja, ich habe auch was erlebt, dann lass es uns wissen über die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Es ist wirklich ein Segen, wenn wir diese Dinge weitersagen dürfen, weil es Leute ermutigt, genauso zu glauben und genauso zu empfangen. Der Tipp des Tages heute: Was darf Gott unbeschreiblich Großes für dich tun? Du sagst vielleicht, oh, da brauche ich ein ganz großes Blatt, ich weiß vieles. Ja, nimm ein großes Blatt, schreib es auf. Du darfst gerne morgen, wenn die Gebetsnacht ist, dich melden im Chat oder du darfst jetzt noch im Chat schreiben, selbstverständlich. Und lass es uns wissen oder auch per E-Mail. Sende uns weiter dein Anliegen, wir beten gerne für dich, auch am Telefon bis 13 Uhr. Und nochmal, sei morgen mit dabei. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de am 26. September ab 14 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen und freuen uns, wenn du morgen dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.